Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch richtig viel, was ich im Moment mache, an welchen Projekten ich arbeite. Da unten steht zum Beispiel eins. Aber das jetzt alles in den heutigen Neuigkeiten. In dieser Woche habe ich an einem Nachtschrank weitergearbeitet. Alle, die mir auf Instagram und Facebook folgen, haben das sicherlich schon gemerkt. Und das ist hier unten dieses gute Stück. Das ist der Nachtschrank. In dem Projekt häcksel ich Füße aus Walnuss. Hier oben das Ganze bauen wir noch. Das ist so eine obere Ablage. Ich zeige euch nochmal, wie man die Bretter hier verleimt. Dazu gleich aber noch mehr. Hier fehlt jetzt noch eine Schublade. Das kommt noch rein und dann wird das Ganze noch richtig geschliffen und geölt. Und dann ist dieses Projekt auch schon abgeschlossen. Also jetzt wisst ihr auch schon, so was die nächsten paar Tage auch kommen wird. Aber nicht diese Woche, sondern übernächste Woche in dem Fall. Ich habe mich gerade bei dem Projekt ein bisschen gefragt, wie kann ich das hier oben cool verbinden, dass das auch gescheit aussieht. Den Schrauben will ich auf keinen Fall holen. Und da habe ich mir mal den Meisterbügler geholt. Dieses Teil, das soll jetzt keine Werbung sein, ich bekomme dafür auch kein Geld, wie manche vielleicht denken könnten. Aber das Ding ist echt cool. Also damit könnt ihr echt super gute Holzverbindung herstellen. Und damit werde ich auch den Frästich, mit dem ich in einer Woche circa anfangen werde, damit werde ich das Teil bauen, einfach nur weil ich geiles Holz holen werde. Und das Ding halt auch nach dementsprechend mal richtig cool aussehen soll. Kann ich euch empfehlen. Ich glaube, keine 20 Euro kostet das Teil und damit könnt ihr echt schon richtig viel machen. Dann hier mal vielleicht gerade eine kurze Umfrage. Nehmt da mal bitte dran teil. Würdet ihr Pläne für so ein Projekt kaufen? Ich sag mal, das ist immer noch relativ simpel. Ansichtssache, ganz klar. Aber würdet ihr solche Pläne kaufen? Besteht da Interesse? Ganz klar, wenn ich solche Pläne anfertige oder anfertigen lasse, dann kostet das mich natürlich Geld und ich kann das da nicht kostenlos hergeben. Und jetzt die Frage an euch. Würdet ihr so einen Satz Pläne für 3-4 Euro kaufen, ja oder nein, nimm da mal bitte an der Umfrage dran teil. Ich frage nur aus dem Grund, weil ich selbst bin eine Person, ich kaufe mir eigentlich keine Pläne, muss ich sagen. Denn ich kreiere lieber was Eigenes und zeige dann was Neues. Aber es gibt ja schon sehr viele Zeitschriften, die haben Baupläne. Es gibt andere Hersteller, die haben dann auch Baupläne. Und jetzt einfach die Frage an euch, habt ihr Bock auf sowas? Ja, nein, vielleicht. Ich bin so ein Typ, ich baue halt lieber so aus meinen Gedanken was und erstelle dann vielleicht eine Zeichnung. Aber direkt komplett nach Maß bauen, ist es nicht ganz so meins. Aber vielleicht sehen das ein paar von euch da draußen ja anders. Übrigens, die Pläne zum Abscheider wird es bald noch geben. Ich sage euch jetzt mal nicht über wen und wie ich das Ganze mache, weil das nicht abgeklärt wäre. Aber ich schätze, es dauert noch ungefähr so 4 bis 5 Wochen, vielleicht auch ein bisschen früher, was ich hoffe. Und dann kann man die Pläne kaufen. Das ist immer ein bisschen mehr im Hintergrund, was dort dann passieren wird, als nur zu sagen, ja, ich verkaufe die jetzt mal. Müsst ihr euch überlegen, da braucht man eine Webseite und. Und das geht leider alles nicht immer ganz schnell. Das hier ist nämlich der Abscheider. Davon wird es Pläne geben und ich spreche das Thema ja extra nochmal an. Denn wir haben auf Instagram sehr, sehr viele Leute geschrieben, so, ja, kauf dir doch das Teil auf Amazon. Kostet doch nur ein 20er oder 30er. Ja, das stimmt. Aber damit könnt ihr halt eben... Ah, da ist ein Schlauch. Da könnt ihr solche Schläuche nicht dran klemmen und jeder, der eine einigermaßen gescheite Absauganlage hat, hat halt eben solche Schläuche und dafür bekommt ihr keinen Abscheider. Ihr bekommt gar keinen Abscheider für so einen Schlauchdurchmesser. Und das ist halt eben das Blöde. Und deswegen gibt es halt hier den Abscheider, den kann man nachbauen. Und der ist so geil, Leute. Ihr könnt einfach oben die Klappe abnehmen, macht das Ding leer. Ihr müsst hier gar nicht mehr an die Absauganlage. Da müsst ihr gar nichts mehr rausholen. Alles, was sich in der Absauganlage wirklich noch ansammelt, ist so ein Zeug. Das ist vom Trommelschleifer, Körnung 180, Schleifstaub und... Das ist wirklich nichts und ihr könnt euch ja vorstellen, wie schnell das Ding dann voll wird im Vergleich zur Absauganlage. Den habe ich übrigens, ich glaube, mittlerweile schon 10-mal leer gemacht. Die Absauganlage noch nicht, da schüttle ich nur manchmal so ein bisschen oben den Staubfilter, was ich auch sonst immer gemacht habe. Aber ansonsten benutze ich dieses Teil und der hat auch schon relativ viel Schleifstaub dafür, dass es kein Zyklonabscheider ist, auch rausgeholt. Fun Facts. Ich war gestern auf dem Geburtstag und da habe ich mich mit einem Vater dort unterhalten. Der hat auch eine Absauganlage und hat sich auch immer ein bisschen geärgert, dass die großen Holzstücke, wenn man die einsaugt, dass die immer volle Möhre gegen das Flügelrad von der Absauganlage dann dran knallen. Und dem werde ich auch einen Plan geben. Der wird das Teil dann nachbauen und dann kann ich mir sagen, wie er das Ding noch finden wird. Vielleicht seht ihr das dann auch noch in Kürze. Nochmal nur kurz zum Verständnis. Ihr könnt euch Abscheider anschauen auf Amazon und so weiter und so fort. Die haben dann maximal einen Schlauchdurchmesser von 50 mm, was ihr reinklemmen könnt. Kostet 100 Euro so ein Teil.
Das ist auch eine gute Variante. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr euch selbst keinen Scheiß kaufen möchtet. Deswegen holt ihr euch was Gescheites. Aber größere Schläuche habe ich nichts gefunden. Und ich will einfach nicht anfangen, an meine Hobelmaschine einen Staubsaugerschlauch anzuklemmen. Das ist Schrott. Nächste Woche fange ich mit dem Frästich an. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe schon so viele Ideen, wie ich das Ding bauen werde. Und da muss ich auch noch ein Thema ansprechen, weil es mir selbst noch nicht so bewusst war. Holzkauf. Ich werde Multiplex kaufen, aber nicht im Bauhaus oder im Globus oder was es noch für Läden gibt. Ich werde das im Großhandel kaufen, denn dort ist es günstiger. Man sagt es selbst immer, man hört es immer von anderen Leuten, aber jetzt habe ich es mal wieder gemerkt. Ich zeige euch nämlich mal was. Da ist eine Holzplatte, die habe ich gekauft, weil daraus werde ich eine Schublade bauen für das Nachttränkchen, eben einfach nur, weil es gescheites Holz ist. Und diese Platte, die ist 1 Meter 10 mal 80 Zentimeter, hat circa, ich glaube, 34 Euro gekostet. Das ist sau viel Geld. Ich habe immer gedacht, das wäre nicht so viel. Gerade weil man jetzt hier ein gutes Beispiel hat, dass so viel kostet. Und da habe ich mal noch eine Woche davor angerufen in einem Holzgroßhandel und habe gefragt, was der Tagespreis zu 18er mm Multiplex wäre. Ich sage ganz klar 18 mm, denn das hier hat 12 mm. Und jetzt haltet euch fest, der Quadratmeter von 18 mm dicke Birkenmultiplex liegt bei 20 Euro. Wohl bemerkt, es sind 20 Euro netto, das heißt, da kommen noch 90% Wehrmachtsteuer drauf, aber die ist ja als Firma ist das eh relativ egal, weil man die ja wieder ausweisen kann. Aber 20 Euro ist im Vergleich zu dieser Platte hier echt nicht viel. Da hat man einiges schon gespart. Klar, man könnte jetzt vielleicht so als Manko holen, dass man eine Mindestabnahmemenge hat, aber seien wir mal ehrlich, das Zeug hier wird nicht schlecht, wenn man es einigermaßen gerade an der Wand liegen hat. Dann kann man es einfach immer für andere Projekte benutzen. Die kleinste Platte, beziehungsweise eine Platte von dem Holzgroßhandel, wo ich angerufen habe, die ist, glaube ich, 3,5 Meter auf 1 Meter groß gewesen. Das bedeutet, es ist jetzt keine Riesenplatte, die kann man schon noch durchaus ins Auto laden, wenn man einen VW-Bus hat oder ein anderes großes Auto oder mit dem Anhänger. Und die kann man immer noch traumhaft zuschneiden. Und ich denke einfach, der Preis macht hier das Ganze aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde meinen Frästich, mit dem ich nächste Woche anfangen werde, aus Birkenmultiplex bauen. Einfach nur, weil es geiles Holz ist. Ja, soll halt gut werden. Und dafür holt man halt auch gutes Holz. Ne? Ich habe übrigens gestern mein Mikrofon wieder mal geschrottet. Da habe ich das Kamerastativ hochgehoben und dann ist oben der Bügel wieder abgebrochen. Es wird mal wieder Zeit für eine Spezialreparatur. Naja, was will man machen? Ihr könnt noch Kleidung gewinnen. Das Gewinnspiel läuft nämlich im Moment noch. Da könnt ihr hier Arbeitskleidung gewinnen. Es wird drei Preise geben: einen dritten Platz, einen zweiten Platz und einen ersten Platz für den Gewinner. Und genau, was müsst ihr machen? Ihr müsst ein Projekt gebaut haben, müsst davon ein Foto machen, müsst es entweder auf Instagram oder auf Facebook hochladen. Ganz, ganz wichtig: benutzt bitte den Hashtag Konterholz und lädt es einfach hoch mit dem Hashtag Konterholz, dann finde ich es nämlich auch. Mich haben ein paar Leute gefragt, ob sie es mir zuschicken können, aber Leute, nein. Könnt ihr nicht, denn das ist einfach zu umfangreich. Dann kommt was von Facebook, von Instagram. Dann kriege ich mal dort noch eine Mail und dort noch eine SMS. Nur die Leute, wo ein Hashtag Konterholz BP ist der Hashtag, wo den verwendet haben, nehmen auch an dem Gewinnspiel dran teil. Ihr könnt auch mir eine Mail schicken, falls ihr kein Instagram oder sonst was habt. Mail geht auch. Dann schickt mir einfach eine Mail mit einem Foto von eurem Projekt oder auch mehreren Fotos. Das wäre schön. Vielleicht einen kleinen Text, weil ich mich einfach dann freuen würde. Genau, und dann nimmt ihr auch schon an dem Gewinnspiel dran teil. Wann wird das Gewinnspiel aufgelöst? Kommenden Montag. Dort werde ich das in den Neuigkeiten hier dann wieder aufklären. Das bedeutet, ihr könnt bis Samstag, Sonntag. Nein, stopp, das Gewinnspiel geht bis Samstag, weil sonntags drehe ich die Neuigkeiten und sonst ist es zu kurzfristig. Also Leute, schickt mir einfach frühzeitig, schickt mir nicht samstags die Bilder, schickt mir einfach heute die Bilder und dann nehmt ihr auch am Gewinnspiel dran teil und dann fange ich langsam an, ein paar schöne Bilder rauszusuchen. Von wem kommt die Arbeitskleidung? Ganz klar, das ist Bierbaum Brünn. Die findet ihr auch in meiner Videobeschreibung unter jedem Video. Das ist die Kleidung, die ich anhab. Schöne Kleider, gemütliche Kleider, gute Kleider. Könnt ihr euch mal anschauen. Die haben vor allen Dingen auch echt super gute Kleidung für den privaten Bereich. Da habe ich das Beispiel eine Fleecejacke an. Die habe ich mittlerweile immer an, einfach weil es eine super Jacke ist. Jetzt geht's aber weiter mit was eigentlich? Vergangene Projekte. Letzte Woche habe ich ein Video rausgebracht von meinem VW-Bus. Das ist jetzt eines der letzten Videos. Ich habe jetzt auch nicht mehr Videomaterial. Also das ist so das letzte Projekt, wirklich das größere. Zumindest mal für die nächste Zeit. In diesem Solarpanel-Video habe ich euch gezeigt, wie ich meine Solaranlage in meinem Auto verbaut habe. Schaut euch das Video am besten an, wenn ihr euch generell für dieses Thema interessiert. Da seht ihr gerade meinen Aufbau, die Batterien, den 4-in-1-Inverter und.
Und da gab es ein paar Fragen. Viele Leute haben erstmal angemerkt, dass das sehr chaotisch war, dieses Video. Das war ganz klar der Grund dafür. Ich will mich hier auch nicht entschuldigen, dass es chaotisch war. Das war mir auch von Anfang an klar. Es lag halt daran, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum das gefilmt habe. Denn zu dieser Zeit war mein Auto noch in der Werkstatt. Da konnten wir wieder eine Woche, zwei nichts dran machen. Dann, was war noch? Dann war ich auch irgendwann so ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich einen Urlaub, also ich hatte einen Urlaubstermin, wenn ich dann wegfahre. Deswegen war das diesmal ein bisschen chaotischer. Das habe ich auch gemerkt. Der Christoph Linswede hat geschrieben, super Kemmer, die Solaranlage wird nicht alleine bleiben, was Reparaturen angeht. Ganz klar, an so einem Camper gibt es immer etwas zu tun. Das habe ich nach meinem Urlaub schon gemerkt, da habe ich die hinteren Radlager erneuert, weil die haben sich echt angehört, als wenn man mit einem dicken Hammer im Radlauf immer dagegen schlagen würde. Die sind jetzt nochmal neu, aber jetzt läuft alles auch wirklich richtig gut, außer die Vakuumpumpe. Die klappert im Moment ein bisschen, aber da werde ich mir jetzt mal ein bisschen Zeit lassen, bevor ich die neu mache. Bezüglich Windgeräusche hat der Michael mich gefragt, beziehungsweise gesagt, so ja, das Ding macht doch bestimmt viele Windgeräusche. Nein, gar nicht. Also wenn ihr fährt, hört ihr absolut keine Geräusche von oben. Das Ding ist mucksmäuschen leise und ihr merkt es beim Fahren gar nicht. Kommende Projekte. Also zu den kommenden Projekten zählt garantiert hier dieser Nachtschrank. Da arbeite ich im Moment noch dran. Das wird schätze ich in 2 Wochen dann ungefähr kommen. Dann habe ich aber noch ein anderes Projekt, kann man sagen, abgeschlossen. Das liegt dahin, das gehe ich mal holen. Und das ist hier dieses Brett. Ja, das ist ganz, ganz chaotisch gebeißt. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, in dem Video habe ich euch gezeigt, wie man Bretter richtig verleimt. Ich habe mal vor 4 Jahren ein Video hochgeladen, wo ich gezeigt habe, wie man Brett verleimt. Da war mein Wissensstand noch nicht da, wo er jetzt ist. Und wenn ich mir das jetzt auch anschaue, dieses alte Video, weiß ich, dass vieles falsch ist. Es hat trotzdem funktioniert. Aber mit diesem Video zeige ich euch einfach, wie man es richtig macht. Ich gehe auf die Verleimung ein, was man da beachten muss, in welcher Reihenfolge man das macht. Weil ich einfach so viele Bretter immer verleime, will ich nicht in jedem Video drauf eingehen. Das ist dann so das universelle Video. Und mit der Balz wollte ich an manchen Stellen nochmal verdeutlichen, dass es richtig gut funktioniert hat und man keine Fugen zwischen den einzelnen Leimverbindungen sieht. Das wird bald kommen. Das ist noch im Moment im Schnitt, das bekomme ich bald. Aber jetzt kommende Woche, beziehungsweise morgen am Dienstag, wird es als erstes mal den ersten Teil von Beistelltisch geben. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ganz wichtig. Und ihr seht im Hintergrund ein paar Aufnahmen von hier, diesem Beistelltisch. Es ist im Endeffekt relativ simpel, das Ding zu bauen. Hier war es eher ein bisschen komplizierter, das Holz abzurichten, denn es war halt echt sehr, sehr veraistelt und sehr, sehr chrom und. Ich hatte auch. Das soll es ansonsten für heute gewesen sein. Das habe ich im Moment gemacht. Hauptprojekt derzeit ist definitiv unten dieser Nachtschrank. Da freue ich mich auch echt, wenn der fertig ist. Und da noch kommt der Frästisch, da freue ich mich mittlerweile noch mehr drauf. Aber alles zu seiner Zeit. Das waren die Neuigkeiten für letzte Woche und jetzt kommende Woche. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao.